Kiara und hallo, mein Name ist Jochen Teschke und ich möchte euch recht herzlich zu diesem Adobe Premiere Pro Video Tutorial begrüßen. Ich will euch heute zeigen, wie man ein neues Projekt anlegt, welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt und worauf man dabei achten sollte. Wir klicken erstmal auf den Button Neues Projekt und öffnen diesen Dialog. Im oberen Teil finden wir Einstellungsmöglichkeiten für Bereiche für geschützte Aktionen und geschützte Titel. Hier behalten wir die Grundeinstellung bei, die uns Premiere vorgibt. Was es mit den geschützten Titeln und den geschützten Aktionen auf sich hat, darauf werde ich in einem gesonderten Tutorial nochmal näher eingehen. Im Bereich Video müssen wir Einstellungen vornehmen, die sich nach unserem Quellmaterial richten. Das bedeutet, wenn wir ein digitales Format haben, wählen wir den Punkt Timecode aus. Haben wir auf 16 mm Film gedreht oder 35 mm Film, wählen wir hier die entsprechenden Punkte aus. Möchten wir mit einzelnen Frames arbeiten, wählen wir den Punkt Frames. Wir wollen mit digitalem Video arbeiten, also lassen wir die Grundeinstellung Timecode. Im Bereich Audio haben wir zwei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Einmal den Punkt Audio Samples und einmal Millisekunden. Wenn ihr sehr genau schneiden wollt in euren Audio-Files, solltet ihr Audio-Samples auswählen. Und das machen auch wir jetzt in diesem Fall. Hier unten können wir noch das Aufnahmeformat festlegen. Je nachdem, in welchem Format euer Quellmaterial erstellt wurde, könnt ihr hier das entsprechende Format auswählen. Wir behalten die Einstellung HDV bei. Dann wechseln wir auf den Reiter Arbeitslaufwerke. Hier habt ihr die Einstellungsmöglichkeit, Premiere zu sagen, wo welche Dateien abgelegt werden sollen auf der Festplatte. Ich würde euch empfehlen, für jeden Bereich die Einstellung wie Projekt beizubehalten. Dann speichert Premiere alle relevanten Daten an einem zentralen Punkt. Und diesen zentralen Punkt, den legen wir hier unten fest, indem wir auf Durchsuchen klicken. Dann einen Ordner anlegen. Und OK. Als nächstes vergeben wir noch einen Namen für das Projekt. Basic Training Part 1 und klicken OK. Nun erstellt mir Premiere mein Projekt. Bevor ich anfangen kann zu arbeiten, möchte Premiere, dass ich noch eine neue Sequenz anlege. Eine Sequenz ist der Arbeitsbereich, in dem ihr später euer Video schneidet. Die Sequenz sollte immer dem Quellmaterial entsprechen. Ein Beispiel. Wir haben in SD PAL mit einem Bildseitenverhältnis 16 zu 9 gedreht. Dann wäre für uns die richtige Sequenzvorgabe im Ordner DV PAL die Sequenz mit dem Namen Widescreen 48 kHz. Wir sehen hier in den Spezifikationen der Sequenz DV PAL 25 Frames per Seconds. Das entspricht dem PAL-Standard. Wir sehen hier das Bildseitenverhältnis 720 Pixel breit, 576 Pixel hoch, Pixelseitenverhältnis 1 zu 1,4587. Das entspricht einem Bildseitenverhältnis von 16 zu 9. Sollte einmal keine Vorgabe zu eurem Quellmaterial passen, könnt ihr auch selbst eine Sequenz anlegen. Dazu klickt ihr auf den Reiter Allgemein und wählt hier oben im Bearbeitungsmodus Desktop aus. In den verschiedenen Punkten, die ihr hier seht, könnt ihr nun die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Diese sollten, wie gesagt, deckungsgleich mit den Spezifikationen eures Quellmaterials sein. Im unteren Bereich, im Bereich Videovorschau, könnt ihr folgende Einstellungen vornehmen. Wenn ihr einen Clip schneidet, wollt ihr euch natürlich angucken, wie euer Schnitt wirkt oder ihr habt einen Effekt darauf gelegt und wollt euch anschauen, wie dieser Effekt wirkt. Premiere ist ein sehr arbeitsspeicherintensives Programm und muss natürlich sehr viele Rechenschritte durchführen, bevor ihr eine Vorschau seht. Je nachdem, wie stark euer Rechner ist, könnt ihr hier die entsprechenden Codecs auswählen. Dies solltet ihr, wie gesagt, entsprechend der Leistung eures Rechners einstellen.
Ein weiterer Trick, wie man zum Beispiel eine Vorschau schneller erzeugen kann, ist, indem man hier die Breite und Höhe des Bildes herabsetzt. Wenn ihr eine Sequenz eingestellt habt, könnt ihr nun auf Vorgabe speichern drücken, könnt einen Namen vergeben, wir nennen das Ganze jetzt mal Test, könnt eine Beschreibung hinzufügen, klickt dann auf OK und dann erscheint eure angelegte Sequenz hier im Ordner Eigene Sequenzen. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, bevor ihr die Vorgabe speichert, die Anzahl der Video- und Audiospuren festzulegen. Das könnt ihr hier, indem ihr einfach die Spuren erhöht oder absenkt. Sowohl für Video als auch für Audio. Abschließend könnt ihr der Sequenz noch einen Namen geben. Wir nennen das Ganze jetzt Basic Training Part 1. Und dann könnt ihr auf OK klicken. Und nun legt euch Premiere das Projekt vollständig an. Ihr habt hier euer Arbeitsbereich und hier oben im Projektfenster seht ihr eure Sequenz. Wichtig ist noch zu sagen, die Einstellung, die ihr gerade für die Sequenz vorgenommen habt, könnt ihr nur bedingt ändern zu einem späteren Zeitpunkt. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, wenn ihr euch wirklich verklickt habt und könnt bestimmte Einstellungen im Nachhinein nicht mehr vornehmen, habt ihr auch immer die Möglichkeit, aus Premiere heraus eine neue Sequenz anzulegen. Aber das werde ich euch in einem anderen Tutorial nochmal näher erklären. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Mehr gibt es zu dem Thema Projektanlegen nicht zu sagen. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann abonniert einfach meinen YouTube-Channel oder addet mich auf Facebook. Wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, euer Jochen Teschke.